Ja. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth ohne, naja, ohne etwas wirklich Hilfreiches. Geh doch damit. Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen. Aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Oh. Rüberfahren? Das? Ah, wir können rüber, okay. Lottes, du machst das, ne? Viel Spaß mit dem Krokodil. Ne? Nee, wir können nicht auf den Schwanz treten. Ah! Wir können ihm doch auf den Schwanz. Warte. Ich muss die Fernbedienung, glaube ich, extra nochmal rausnehmen. Kann das sein? Ja. So, damit bin ich nämlich mal festgesetzt. Aha. Sagen wir mal dem Floristen hallo. Hector? Nicht ganz. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Acker, Mann! Ich spüre hier eine gewisse Unruhe. Ich mein's ernst. Mir geht es nicht besonders rosig. Hören Sie, Bowsley, ich bin nicht gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hören Sie, Bowsley, ich bin gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Ackermann. Aber nicht besonders rosig ist ja auch. Das ist das gruseligste Schaufenster, das ich je gesehen habe. Ja, klar, mit den ganzen... Gruseliges Schaufenster. Ich fasse diese menschlichen Überreste nicht an. Berührt mich nicht. Diese menschlichen Überreste. Ich fasse diese menschlichen Überreste nicht an. Ich mein's ernst. Mir geht es nicht besonders rosig. Ein großer Klumpen aus Klebeband, den jemand an die Wand geschraubt hat. Ich denke, ich sollte... Mit der Sense ran? Wahrscheinlich, an die Wand geschraubt. Ich denke, ich sollte... Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast soeben die Büchse der Pandora geöffnet. Verschwinde hier, oder du kannst was erleben. Ich... Frech. Stimmt, jetzt hört man immer, wenn jemand reinkommt, ne? Hey da, Fremder. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich suche etwas, so um die 9 mm. Oh, da habe ich gerade einen ganz entzückenden Strauß. Bitte schön, soll ich etwas Schleierkraut dazu packen? Gern. Okay, hier, bitteschön. Einen wunderschönen Tag noch. Das war seltsam, aber okay, hat funktioniert.
So, vielleicht können wir jetzt mit der Waffe im Casino irgendwas erreichen. Die Geldautomaten zwingen, uns gewinnen zu lassen oder so. So, ist hier sonst noch irgendwas zu tun eigentlich? Wir haben jetzt eine Knarre. Hier lasse ich meine Waffe besser stecken. Bestimmt sind hier überall Überwachungskameras. So ein bisschen. Was genau machst du denn mit den Spielautomaten? Ich schiebe mich hinein, wie einen Finger in Hector Lemons Kehle und lasse den Automaten das Geld, das er verschlungen hat, wieder erbrechen. Ja, so kann man es halt auch. Angeben. Matche, ich bin's. Manny? Was ist denn das für ein Kostüm? Hier, hilf mir, diesen Superzocker in das Bettlaken zu wickeln, damit wir hier verschwinden können. Hey, sind Sie das, junge Lady? Dich krieg ich. Hilfe! Okay, passt. Bei der nächstbesten Gelegenheit verpasse ich dem Ekel einen Tritt. Hey. Ich frage mich, ob ihr mein neuer Kiefer gefällt. Es ist nicht komisch. Ich frage mich, ob ihr mein neuer Kiefer gefällt. Bei der nächstbesten Gelegenheit verpasse ich dem Ekel einen Tritt. Noch etwas Geduld, mein Kätzchen. Ich begleite dich zur Party, sobald sich mein System hier bezahlt macht. Okay. Hast du noch irgendwas zu erzählen hier? Hier drüben ist eine Maschine, die unschlagbar zu sein scheint. Du meinst die, vor der dieser Dummkopf steht? Gib mir Bescheid, wenn er aufgibt. Und ich sorg dafür, dass die Kiste Kleingeld hustet. Ah, gut zu wissen. Okay, dann nochmal. Hola! Keine Drinks für mich, danke. Warum willst du, dass wir ihn in ein Laken wickeln? Ich habe ihm erzählt, im Casino Romano würde eine Toga-Party stattfinden, aber er würde nur reinkommen, wenn er im Laken auftaucht. Wenn er sich umgezogen hat, nimmst du seinen Anzug und gehst rauf, kapiert? Okay. Du bist gerissener, als ich dachte. Nicht schon wieder. Dich krieg ich. So. Das ist nicht komisch. Kannst du jetzt mal an die Maschine rangehen? Junge Neuer Lady. Sonderbefehl von Salvador. Knack diesen Automaten und lass das Geld liegen. Los! Hey. Jawohl, Sir! Na dann. Verdammt nochmal. Eck! Hilfe! Das ist nicht komisch. Hey! Ich habe es geschafft. Mein System funktioniert. Ich wusste es. Habe ich dir nicht gesagt? Das ist ja großartig. Dann lass uns jetzt gehen, damit du mir im Romano einen Drink spendieren kannst. Ich treffe dich mit den Tickets am Bahnhof. Für mich wird es keins geben. Du musst also allein zurück. Ich werde dem Torwächter alles erzählen. Er muss uns einfach helfen. Komm, mein Schatz. Ich habe da noch ein unfehlbares System, das ich dir gerne zeigen möchte.
Das klingt ja vielversprechend. Das würde ich mir, glaube ich, auch gerne mal anschauen. Du willst die Klamotten von dem mitnehmen? Etwas eng an den Schultern, riecht aber wenigstens nicht nach Schlittenhund. Hat was. Hat auf jeden Fall was. So, kommen wir jetzt hoch? Eigentlich? Ich habe einen Termin mit Hector Lemont. Ich habe eben angerufen. Er erwartet mich. Du kennst also Hector Lemont, hm? Okidoki. Dann beantworte mir mal eine ganz einfache Frage. Okay. Wie viele Limousinen stehen in Hector Lemonts Garage? Suchen wir mal 13 oder 18? Nur 13. 13. Ja, nun, das war ja einfach. Pech gehabt, ich gewinne. Wer zuerst zwei richtig hat. Leg dich bloß nicht mit mir an. Ich kenne Hector Lemont. Na, guck mal. Es scheint, als hätte Celso seine Frau doch noch gefunden. Celso Flores, was machen Sie denn in Hector Lemonts Wartezimmer? Oh, er hat uns vor die Tür geschickt, damit wir sein Angebot überdenken können. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Ihr Reiseberater. Oh, eigentlich habe ich schon einen Reiseberater. Allerdings ist er ziemlich weit weg und wischt die Fußböden in einer Cafeteria. Also ist die Stelle wohl frei. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin hier, um eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Ich mach das schon, meine Liebe. Ich würde gerne genaueres über diese Doppel-N-Tickets wissen. Der Preis erscheint mir mehr als doppelt. Alles gelogen. Die Tickets sind gefälscht. Nehmt euer Geld und macht euch aus dem Staub. Hohoho. Versuchen Sie es nicht auf die tiefenpsychologische Tour, mein Freund. Sie kosten Sie eine Menge, weil Sie dadurch ein Vermögen sparen. Nun, ich habe kein Vermögen, also was kümmert es mich? Die Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Ich weiß, dass wir es wert sind, aber sind die Tickets es auch wert? Wofür wollen Sie sich Ihr Geld denn aufsparen? Für schlechte Zeiten? Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ihr seid tot. Schlechter können die Zeiten wohl kaum noch werden. Stimmt. Das ist aber noch lange kein Grund, sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Genug davon. Ich erzähle euch jetzt mal von meinen Problemen. Eigentlich müssen wir noch eine ganze Menge besprechen. Dieses Make-up lässt ungefähr so viel Luft durch wie vulkanisiertes Gummi. Ja, aber es betont Ihren Kiefer ungemein. Ich kann in diesem Anzug kaum die Arme heben. Na, dann hoffen wir doch mal, dass Sie niemand mit einer Waffe bedroht, hä? Ich komme gerade aus dem miesesten Urlaub, den ich je gemacht habe. Oh, genau genommen habe ich auch ein richtiges Abenteuer hinter mir. Daher... Okay, ich bin sicher, dass Sie fliegende Spinnen und die brennenden Biber gesehen haben. Aber glauben Sie mir, das ist noch gar nichts. Denn ich bin schon bis ans Ende der Welt gereist. Und wieder zurück. Ich wusste gar nicht, dass die Reise durch das Totenreich so viele Gefahren birgt. Nun, wie viel würdet ihr zahlen, um euch das alles zu ersparen? Komm, Liebling, schlachten wir unser gemeinsames Sparschwein. Mr. Lemont, wir haben uns entschieden, Ihr großzügiges Angebot anzunehmen. Exzellent, exzellent! Die kleine Lady hat Sie überzeugt, hä? Nein, eigentlich war es Ihr Mitarbeiter da drüben. Natürlich, er ist doch einer meiner Besten. Nun, kommen Sie bitte herein, damit wir ein wenig plaudern können, ja? Ah, ich hab's immer noch drauf. Hey, sehr gut gemacht. Ja, ja. Schön durch die Gegend gemoonwalkt.
Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie mit den Flores angestellt haben. Aber bleiben Sie doch hier. Wenn wir hier fertig sind, würde ich Ihnen gerne etwas zeigen. Rede ich hier nur von einem Job oder spreche ich von der Gelegenheit schlechthin? Wir hatten in den letzten Jahren in unserem Büro immer wieder Ausfälle und es ist ehrlich gesagt sehr schwer, sie durch fähige Leute zu ersetzen. Wir könnten einen wie Sie in unserem Team gebrauchen. Ja, alles klar. Mach's gut, Terrell. Danke fürs Reinschauen. Das könnte Ihr Büro sein. Hier, ziehen Sie den mal an. Der gehört Ihnen dann auch. Und als zusätzlichen Bonus 2% hiervon, Mister. Mein Name ist Calavera und ich will mehr als 2%. Mr. Calavera, ich brauche die meisten davon, um selbst aus dieser Welt zu scheiden. Ich war nämlich zu Lebzeiten ein sehr böser Bube. Ich werde diese Tickets Ihren rechtmäßigen Besitzern geben und Sie auf den Komposthaufen befördern. Ein Chihuahua! Okay, damit hat sich das dann erledigt, wie es scheint. Sehr gut. Kommen wir darüber. Hallo? Tauben? Freunde? Die freundlichen Tauben von nebenan. Ja, genau. Dann auch dir noch gute Nacht. Ja, ich glaube, lang geht's nicht mehr. Hab ich mal so den Eindruck. Dann bringen wir das noch schnell zu Ende. Oder langsam, je nachdem, wie lang es dauert. Hoffentlich zieht sich's nicht wie gestern mit Dings. Gothic. Aber ich denke, das haben die hier ein bisschen besser hingekriegt. Dass wir nicht noch irgendwie irgendwelche langweiligen Suchquests machen müssen. Ja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal dann. Ich schätze, den alten Wasserspeier als Stütze für unser Glamour Girl zu benutzen, war wohl keine so gute Idee. Na, mal gucken. Mal schauen, was das wird. Da ein bisschen was draufpacken. Warten, wir haben noch hier unser tolles Handgemenge. Naja, so viel zu meinem dritten Arm. So, und das machen wir doch jetzt mal ein wenig Blümerand. Früher oder später musste das ja passieren. Gut, dann können wir jetzt hier hoch. Ei, Chihuahua! Du musst das Zeug nehmen. Ah, hallo Spiel. Nicht abstürzen. Ich hoffe mal, da kommen wir tatsächlich irgendwann noch weiter. Ich glaube, das letzte Mal ist es mir auch irgendwo noch abgestürzt. Hast du gar nicht gespeichert? Nö, er hat nicht gespeichert.
Ach, Mann. Das ist echt ziemlich beschissen. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen dann hier einen Schnitt. Also ich beende den Stream, ich werde es dann halt offs, also ohne Stream nochmal fertig aufnehmen. Muss dann jetzt halt nochmal dahin spielen. Und ja. Dann speichere ich vorher ab und hoffe, dass es mir diesmal nicht das Spiel zerreißt. Ich weiß, irgendwie die Woche ist das alles mit ziemlich viel Technik. Also gerade das Spiel irgendwie mit technischen Problemchen behaftet. Ja. Ja, gut zu wissen. Ich dachte, das hätte irgendwie auch zwischendurch mal ein Autosave. Oder würde halt stabil laufen. Na gut, dann müssen wir halt auch hier mal wieder unvorrichteter Dinge das Ganze beenden. Ich glaube aber, dafür lohnt sich nicht, jetzt nochmal einen extra Stream anzuschmeißen, weil das wird wahrscheinlich in einer halben Stunde oder so fertig sein, spätestens. Ja, ich meine, gab es zu der Zeit schon. Ich würde sowieso gut finden, als alle Spiele eine Autosave-Funktion haben. Alle 5 Minuten speichern, dann hat man, wenn man mal irgendwann vergisst zu speichern oder stirbt, nicht so viele Sachen, die man wieder neu machen muss. Wie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel 5 Stunden oder 3,5 Stunden Spiel. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich pack's dann halt nachher zu einem Dings dann zusammen, zu einer Datei oder zu einem Video nachher fürs Hochladen. Ende müsst ihr euch dann auf YouTube dann fertig anschauen. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, war mal wieder ganz witzig. Und freut mich, dass ihr dann mit dabei wart. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder zurück. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt funktioniert und mir das Spiel wieder abstürzt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach ohne Stream, einfach nur die Aufnahme, um das jetzt noch zu Ende zu bringen. Hey, Chihuahua! Das gehört bestimmt dir. Und vergiss nicht, Hilfe zu holen. Ich weiß nicht. Er hat es mir noch nicht gesagt. Hola, Manuel. Zeit für ein Tänzchen, Süßer. Dann setz dich mal in Bewegung. Diese Blumen? Alles Leute, die Hector ersprossen hat? Hey! Wenn man ganz oben ist, wie mein Freund Hector, macht man sich viele Feinde. Ach, schau mal einer an. So, aber wenigstens funktioniert das jetzt mal. Ich glaube, das speichere ich auch direkt mal ab. Sicher ist sicher. So, dann schauen wir doch mal. Was? Weißt du, du hast wirklich einen schlechten Geschmack, was Männer betrifft. Nein, ich habe einen sehr guten Geschmack, was schlechte Männer betrifft. Das ist ein Unterschied. Das stimmt allerdings. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du einen Abgang machen sollst. Na gut. Ich glaube, sonst gibt es auch nichts mehr großartig zu sehen. Dann mal auf. Hector.
hält die Pflanzen mit Wasser am Leben. Was mögen sie für ihn sein? Grabsteine oder Trophäen? Wer weiß? Keinen Durst. Hat man als Leiche doch eigentlich oder als Skelett doch eigentlich nie. Sie liebt mich? Sie liebt mich nicht. Nun, ein Teil davon stimmt. Oh, Manny, wie zynisch. Was ist bloß geschehen, dass du deine Hoffnung, deine Lebenslust verloren hast? Ich bin gestorben. Aha. Nun ja, Domino hatte wohl recht. Du hast nicht mal einen Fetzen Optimismus in dir. Nun, in puncto Fetzen ist natürlich Domino der Experte. Und nach genau derselben Logik, Manny, wirst du ein Fachmann für Botanik werden. Ist das jetzt der Moment, in dem du mir von deinem teuflischen Plan erzählst, Hector, wie du all den unschuldigen Seelen Doppel-End-Tickets geklaut hast und vorgabst, sie zu verkaufen, während du sie in Wirklichkeit gehortet hast, um mit ihnen aus dem Land der Toten zu entkommen? Nein. Das ist der Moment, in dem du dich sehr lange in scheußlichen Schmerzen binden wirst, weil der Idiot Bowsley mit all der schnell wirkenden Kompostmunition abgehauen ist. Auch hiermit wirst du sprießen, aber das dauert. Tut mir leid. Manny, wo willst du denn hin? Bleib doch noch. Oder dünkt dir dein Schicksal zu hart? Kapiert? Dünkt! So, das sieht ja nicht gut aus. Aber wie gesagt, die haben sie echt gut hingekriegt mit den Wortwitzen. Ich bin erstaunt. Warte mal, wir haben doch noch hier unseren Stickstoff. Können wir dann vielleicht das Wachstum aufhalten? Gracias, Toto Santos. Komm schon, beweg dich, Baby. Eins von euch muss für mich sein. Ach. Schauen wir mal. So. Bin ich mal gespannt, was wir mit dir jetzt noch anstellen können, meine Liebe. Er hat sich wahrlich mit vollem Körpereinsatz der Sache geopfert. Manuel, hör mir genau zu. Im Kofferraum dieses Wagens findest du eine Waffe. Aber der Schlüssel dazu liegt irgendwo auf der Wiese hinter dem Treibhaus. Finde ihn. Okay. Und sag Eva, ich weiß, dass sie unserer Organisation eine weise Anführerin sein wird. Denn wenn ich meine Zahnbombe auslöse, sprießt nicht nur mein Opfer, sondern auch ich. Dein Opfer? Was hast du... Hey, raus hier. Lebe wohl, mein Freund. Was hattest du da drin mit dem Anführer des ZVS zu besprechen, hä? Huh? Nun, Sal, gibt es etwas, was du auch dem Rest der Klasse erzählen möchtest? Nur dies. Viva la Revolution! Ah! 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 Okay, das hat ja dann doch ganz gut funktioniert, die guten Zahnbomben. Er hat sich wahrlich mit vollem Körpereinsatz der Sache geopfert. Was mitnehmen das von? Hebe ich nicht auf. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch mal verstanden, was das mit dem Sprießen hier aus hat. Ist ja das Gegenteil von Leben ist halt Tod. Das Gegenteil von Tod ist Leben. Das heißt, die Toten sterben in Anführungsstrichen, indem sie halt mit irgendwas Lebendem oder zu was Lebendem wieder werden. Interessant gemacht. Sehr interessant gemacht. Erst nachdem ich mit Hector abgerechnet habe. Okay. Können wir uns vielleicht ein paar Tickets noch rausholen? Hey, meine Sense. Was sagt man dazu? Sal hatte die ganze Zeit über ein Ticket. Na, siehst du mal.
Das hebe ich nicht auf. Können wir da noch irgendwas erst mit rausnehmen? Erst nachdem ich mit Hector abgerechnet habe. Erstaunlich, dass Salvadors Ticket immer noch von ihm angezogen wird. Kann ich das Ticket nicht nehmen? Das hebe ich nicht auf. Nee. Kann ich schon. Erstaunlich, dass Salvadors Ticket immer noch von ihm angezogen wird. Hm. Ich nehme es mal gerade mit. Vielleicht müssen wir da irgendwie nachher noch ihn wieder ausfindig machen oder so. So, irgendwo muss ja hier noch der Schlüssel sein. Wie auch immer wir jetzt da dran kommen. Vielleicht bringt uns das Ticket irgendwie weiter. Momentan verhält es sich ruhig. Dort hinten scheint etwas zu sein, das es anzieht. Okay. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Momentan verhält es sich ruhig. Ach, guck mal, hier ist was. Ah, er hat den Restschlüssel bei sich. Okay. Er gefällt mir ganz gut da, wo er ist. Das muss Salvadors Kofferraumschlüssel sein. Okay, dann ab nach unten. Dann schauen wir, was wir damit jetzt noch reißen können. Da kommt drauf erstmal runter, Manny. Dann geht das alles etwas schneller. Ah ja, ein Haufen Munition. Keine Bewegung, Hector. Ja, du hast richtig gehört. Ich frage mich, ob wir doch mit dem reden können. Wie gesagt. Obwohl, nee, komm, wird schon passen. Wollen Sie es nicht übertreiben mit dem ganzen Abspeichern? Nicht hier. Ich gehe erst näher ran, wenn ihm die Munition ausgeht. Ah ja, okay. Das heißt, wir können dann nicht reden. Hm, Munition. Okay, wir könnten versuchen, dass wir hier die Bewässerung abstellen. Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Jetzt, wo wir eine Waffe haben. Vielleicht gar nicht so dumm. Ballern wir hier ein paar Löcher rein, dann ist gut. Wir lassen halt das Ding wegsprießen. Na komm, Beeilung. Ah!
Das klingt nicht gut. Ja, zumindest für ihn. Schauen wir doch mal nach. Schauen wir mal, was das hier gebracht hat. Sie sind alle da. Wo ist deins? Die Dienststelle hat mir eins als eine Art Abschiedsprämie gegeben. Und, Dämonen fahren umsonst, hä? Ach, Manny, du weißt, dass ich nicht mitkommen kann. Ich bin ein Geist dieses Landes und so. Ich kann diese Welt nicht verlassen. Tja, ich war wohl so vertieft darin, Leute zu retten, dass ich glaubte, ich könnte dich auch mitnehmen. Ja, aber ich muss nicht gerettet werden. Mir gefällt es hier. Dank dir habe ich einen neuen Job und all diese neuen Freunde hier gefunden. Hey, ich bin der Karrieredämon. Also, das war's dann wohl. Komm her, lass dich drücken. Du warst der beste Boss, den ich je hatte. Adieu. Manny? Ja? Wenn wir in der nächsten Welt ankommen... Was dann, Engelchen? Werden wir dann zusammenbleiben? Weißt du, Süße, wenn ich eins gelernt habe, dann dies. Keiner kann sagen, was am Ende des Weges auf einen wartet. Also warum genießt du nicht einfach die Reise? Ja, und damit hätten wir auch Jahr 4 abgeschlossen. So, ja. Wie gesagt, deutlich witziger, als ich gedacht hätte. Ich glaube, hier drehe ich mal tatsächlich die Musik ein bisschen. So, etwas besser. Nee, wie gesagt, also, wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Also, ja, ich habe halt gehört, dass es ziemlich gut sein sollte. Und, ja genau, wir hatten, glaube ich, beim ersten Stream hatten wir noch mal kurz drüber geredet, was das halt so angeht mit den Adventures und so und warum das Spiel jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut gelaufen ist. Also ich denke, es lag einmal an der doch etwas unangenehmen Steuerung, die damals war. Also das war halt wie bei Monkey Island 4, dass das halt mit dem 3D war und alles gar nicht mal so angenehm zu steuern war dadurch. Ja, irgendwie musste Ende der 90er musste alles 3D sein. Und zum anderen war halt Ende der 90er auch die Hochzeit der Adventures so langsam vorbei. Also die großen Teile waren alle raus und es ging halt dann wirklich eher in 3D-Bereich, es ging eher in Richtung Shooter und die Dinger sind dann halt langsam mal angegangen. Von daher, ja, ich denke mal, das waren so die zwei Punkte, die halt dem doch wirklich sehr, sehr schönen Spiel so ein bisschen das Genick gebrochen haben, leider. Aber ja, nee, ich bin froh, dass ich jetzt mal nachgeholt hatte. Wie gesagt, damals irgendwann nur mal die Demo oder irgendwas in der Art angespielt gehabt, mich nie weiter groß mit beschäftigt. Und deswegen, ich war sehr positiv überrascht, dass es doch noch witziger war, als ich es mir vorgestellt habe. Sehr viel schwarzer Humor, sehr viel Wortspiele drin, ist ja genau mein Ding.
Und von daher, ja, wie gesagt, das jetzt halt leider nur noch als Aufnahme. Das mit dem Nachspielen hat auch tatsächlich angenehm schnell geklappt. Jetzt, da ich wusste, was zu tun ist und die ganzen Zwischensequenzen und so überspringen konnte, habe ich halt nur ein Drittel der Zeit ungefähr gebraucht. Also war jetzt eine gute Stunde, die ich da jetzt nochmal gespielt hatte. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die rege Teilnahme im Stream zwischendurch auch immer mal. Freut mich, dass es doch so gut angekommen ist, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem nächsten Stream weiter. Ja, ich habe schon eine Idee, was es wird. Mal gucken, ob das alles so klappt. Alles noch so ein bisschen einrichten mit den Spielen. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Ich lasse die Credits noch fertig laufen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Projekt. Euer Peacemaker.